Tiefdruckgebiete, wohin man auch schaut. Mina kennen Sie ja schon von den letzten Tagen, aber jetzt gesellt sich Oksana dazu. Und genau jetzt kommt die Luft aus westlicher Richtung, die ist richtig kühl. Und dass die Pfeile so dicht beieinander liegen, das heißt, es gibt auch noch kräftigen Wind. Was jetzt für morgen interessant ist, und heute geht's genau dieses Tiefdruckgebiet. Frankreich wird es heute Abend erreichen und uns dann morgen. Also ein richtig dickes Regengebiet kommt auf uns zu. Heißt natürlich nicht, dass es heute gar keine Schauer gibt, aber jedenfalls nicht so stark. Die Temperaturen sind heute Morgen schon etwas frischer. Wir haben ja dann heute auch den Tiefpunkt der Temperaturen erreicht. 16 Grad in Berlin, trotzdem noch 19 in Köln und 20 Grad in München. Aber daraus wird heute auch nicht viel mehr. Das geht noch weiter nach unten. 18 Grad in München, 19 in Köln, 20 in Berlin, an den Küsten 17 und 18 Grad. Immer wieder Kaltluftgewitter und vor allem im Nordwesten wird es auch mal langanhaltend regnen. Also wirklich für ein paar Stunden. Glück hat man nur im Westen, so Nähe der Mosel und in Teilen von Baden-Württemberg. Ja, durchwachsenes Wetter, aber ab morgen geht es mit den Temperaturen leicht bergauf.